Servus YouTube, heute ein neues Video und zwar gehen wir mal durch, wie man denn überhaupt ein Clean ausführt bzw. reißt. Wir haben ja gerade hier beim Anton, bei unserem CrossFit-Kumpel und der wird das Ganze ein bisschen genauer erläutern. Erstmal ein paar Anfangssachen, Mobilität. Mobilität ist natürlich ganz wichtig, Sprunggelenk und was viele Bodybuilder haben, eben was der Anton schon gesagt hat, das mit dem Squatten und das mit allgemein mit dem Ziehen. Das sind meistens so ziehen, einfach beim Squatten, nicht komplett runtergehend, einfach dort nur bis zum 90 Grad Winkel squatten und dann eben meistens bist du eben ganz runter. Siehst du da nicht so, sondern auch von der Position raus sein. Genau. Also Mobilität, Sprunggelenk, Hüfte ordentlich warm machen und dann kann es losgehen. Kommen wir zum wichtigsten, beziehungsweise zum wichtigsten Teil von jedem Lift, das Setup. Schau so aus. Also beim Gewichtheben fängt jede Übung mit dem Setup an. Setup, mach das mal kurz einmal vor, gehen wir schnell runter. Kraft kommt beim Gewichtheben generell aus den Beinen. Das heißt, man versucht so viel Beinkraft einzubringen, wie es geht. Und das erreicht man dadurch, dass man so tief sitzt, wie man eben kann. Im Endeffekt zieht man sich am Anfang an die Stange ran. Und jeder von den beiden Grundlifts, also das Umsetzen und das Reißen, besteht aus drei Zügen. Der erste Zug, das ist nur der Beinzug. Zieh mal bis zum Knie. Genau, der geht bis zum Knie. Der zweite Zug, der kommt dann aus dem Oberkörper, das ist der Rücken. Beine bleiben fixiert, genau. Wenn man dann sieht, der Flo ist jetzt in einer Position, er hat zwei Winkel, der unter dem Knie und der zwischen Oberkörper und Oberschenkel. Die meiste Kraft kann man generieren, wenn man, wenn die beiden Winkel gleich haben. Da im letzten Zug im Endeffekt die Explosion erfolgt und das geschieht eben nur dadurch, dass man eine Streckung einbringt und zwar beide Züge gleichzeitig macht. Also, machen wir schnell. Genau. Die Streckung schließt man im Endeffekt damit ab, speziell beim Reißen, dass man die Ellbogen so hoch wie möglich zeigt. Jetzt machen wir einen Zug. Genau. Jetzt haben wir mit Explosion. Genau. Und Stange so nah wie möglich am Oberkörper bleibt. Im Endeffekt ist dann der Schwerpunkt immer über der Ferse. Also bringt man die Stange nochmal über den Oberkörper. Ab dem Zeitpunkt das Gewicht immer auf der Ferse. Schauen wir kurz von der Seite. Also die Stange ist hier. Der Grund dabei ist eben, dass wenn du dann die Stange eben in der Regel im Squat drin fängst, du die meiste Stabilität hast. Schauen wir ob ich in die Tippkniebeuge. Genau. Dann reißen wir ein wenig auf die, oder? Ja, reißen wir ein bisschen. Ey, es ist sauber. So, der Anton macht jetzt mal einen Snatch vor, wie der ausschauen soll. Die drei Züge. Jawohl. Vielleicht nochmal langsam für alle, wenn es geht. Erster Zug bis zum Knie, zweiter Zug und explosiv raus. Jawohl. Maximal Attempt 50 Kilogramm. No rip. No rip. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen gut erklärt. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr draus was lernen könnt, habt Daumen hoch. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Puls.